ist der 27. Dezember und ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll, das zu erklären. Für die Leute, die das erste Mal auf dem Kanal sind, sich wundern, was das für ein Video ist und was das für ein Typ ist. Es ist entweder die Episode, die dazu führt, dass ihr auf dem Kanal bleibt, oder es ist genau das Gegenteil. Aber die Situation jetzt gerade ist so, ja, für mich persönlich drastisch, dass mir das eigentlich komplett egal ist. Und ich dachte, das Beste, was ich tun kann, ist, die Emotion so zu nehmen, wie sie ist, und sie einfach direkt rauszugeben. An die Menschen, die sich im letzten Jahr so sehr für mein Leben interessiert haben, dass sie so viele Videos von mir geguckt haben und so viel verfolgt haben, was ich gemacht habe. Dass ich dachte, es ist halt einfach das Beste, das direkt halt mit euch zu teilen. Warum bin ich so emotional? Ich glaube, dass ich das nicht beantworten kann. Ich glaube aber, dass es eine Mischung ist aus, ich bin sauer, ich bin hochgradig enttäuscht und ich fühle mich betrogen. Warum fühle ich mich betrogen? Vielleicht sollte ich euch sagen, dass ich dieses Video nicht schneiden werde. Es wird ein sehr langes Video wahrscheinlich. Und es wird wahrscheinlich das ehrlichste Video, was ich auf dem Kanal je hochgeladen habe, sowieso. Aber vielleicht auch in langer Zeit je hochladen werde, obwohl ich jetzt gerade noch nicht mal weiß, ob ich das hochlade. Warum weiß ich nicht, ob ich das Video hochlade? Weil ich mich irgendwo für meine Emotionen schäme, nicht weiß, ob das okay ist, sowas zu machen. Und auf der anderen Seite bin ich so stolz über meine Emotionen und ich finde, dass das, was ich zu sagen habe heute, so wichtig ist, gerade für die Leute, die mir so lange beistehen, dass es nicht unter Verschluss bleiben sollte. Und ich mich auch frage, warum ich diese Seite von mir nicht zeigen darf oder warum ich mich vielleicht schäme, das zu zeigen. Ich werde euch erklären, warum ich mich so fühle und ich werde es versuchen, so einfach wie möglich zu machen, damit das Video nicht eine halbe Stunde geht. Ich bin vor 2 Jahren ja nach Japan gekommen und ich werde ein bisschen weiter ausholen für die Leute, die mich nicht kennen und vielleicht das bis hierher im Video geschafft haben. Ich bin vor 2 Jahren nach Japan gekommen. Ich habe eine Menge in meinem Leben dafür getan, dass ich mir diesen Traum verwirklichen konnte. Und es ist ziemlich viel vor der Zeit passiert und auch in der Zeit, wo ich hier war, was mich stark beeinflusst hat, im Positiven wie auch im Negativen. Und ja, es war eine ziemlich abenteuerliche, wilde Zeit, die ich bisher immer noch nicht verarbeitet habe. Und das wird mir ganz oft bewusst, wenn ich mal ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit habe, die ich aber ganz gerne verarbeiten möchte. Und zwar gemeinsam mit euch, um ganz viele Videos zu schaffen, die euch motivieren. Und vielleicht auch ein bisschen Aufklärung reinbringen in so manche Emotionen, die man als Mensch manchmal hat und die man vielleicht selber gar nicht immer so versteht. Dafür habe ich irgendwann mal angefangen, einen Podcast zu machen, nachdem diese Reise nicht ganz so verlaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe vor 4 Jahren inzwischen, wo ich angefangen habe, über die Reise nachzudenken und die zu planen. Und ja, durch die ganzen Ereignisse, die passiert sind, die diese Reise im Grunde eine völlig andere Bahn gelenkt haben, sind auch ganz viele Emotionen natürlich auf mich eingeprasselt, die zu einem ganz anderen Endresultat geführt haben, als ich das jemals geplant habe. Und ich habe eine Podcast-Show angefangen, die in einem, ja, Endeffekt auch dann zu diesem YouTube-Kanal geführt hat, den ich jetzt hier führe. Und es gibt einfach so viel, merke ich, was ich nicht verarbeitet habe in den letzten 2 Jahren. Positive Sachen und negative Sachen. Und ich möchte
mich auch aus nichts rausreden. Ich möchte einfach nur zeigen, wie das halt sich vielleicht wirklich manchmal anfühlt, wenn man auf einer Reise ist, auf der man so viel erlebt, dass man manchmal das, was man erlebt, auch gar nicht einholen kann. Und dass ich jetzt immer noch hier bin, das habe ich manchmal noch gar nicht so richtig realisiert, merke ich. Warum bin ich denn jetzt aber so aufgelöst eigentlich? Wie soll ich das erklären? Wo soll ich da anfangen für die Leute, die das noch nicht wissen? Das ist eigentlich viel zu viel, um das alles zu erzählen. Ich habe ein Work and Holiday Jahr in Japan gemacht, was ich dann ja zufällig und aus der Lebenssituation, die sich ergeben hat, dass ich mich damals von meiner langjährigen ja, Freundin getrennt habe, habe ich mein Visum glücklicherweise verlängert bekommen, was damals schon ein ziemlicher Stressprozess war und ein ziemlich aufregender Prozess, der mein Leben stark beeinflusst hat. Und das Ganze habe ich dann tatsächlich nochmal gemacht. Und jetzt bin ich einfach schon 2 Jahre hier. Und ja, ich habe einen Menschen kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut verstehe, seit inzwischen einem Jahr. Und habe so viele Sachen erlebt. Und bin durch den Kanal auch so viele Sachen gerade im Hintergrund am Aufbauen, was viele von den langjährigen Membern wissen, dass ich halt einfach nicht bereit bin, dieses Land zu verlassen. Und es klingt vielleicht sehr egoistisch, aber es macht halt auch einfach keinen Sinn. Und ich habe mich halt unglaublich darauf vorbereitet, mein Visum zu verlängern und habe alle Möglichkeiten durchforstet, das zu tun. Und bin im Endeffekt dabei gelandet, dass ich eine Sprachschule besuchen möchte, den ich inzwischen viel Geld bezahlt habe, dass sie mir im Grunde ja die Möglichkeit geben, bei dieser Sprachschule einen Visa zu bekommen. Und heute war der Tag, an dem ich mit allen Dokumenten, die ich jetzt über die letzten Wochen vorbereitet habe, zu dem Immigrationsbüro gehen wollte, sollte und gegangen bin und meine Verlängerung eigentlich beantragen wollte. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich euch das erklären soll am besten, warum ich jetzt aber eigentlich so aufgelöst bin. Das ganze letzte Jahr habe ich so hart gearbeitet in meinem Leben wie noch nie. Viele Leute wissen es und können es vielleicht auch nicht mehr hören. Teilweise mein Maximum waren 19 Stunden. Ich arbeite jeden Tag Unmengen an diesem Kanal, um vielen Leuten, die mir viel geben, so viel zurückzugeben, wie ich kann. Und ich habe mich definitiv auch damit irgendwo übernommen teilweise, aber habe auch einen riesen Spaß daran. Und es macht mir auch immer noch übelst viel Spaß. Und es gibt so viele Projekte, die ich noch vorhabe und so viele Projekte, die ich gemacht habe, die ihr noch gar nicht gesehen habt, die mir einfach so einen Spaß machen, dass ich sage, ja, ich will das auch. Und ich habe mich jetzt auch durch den Online-Shop, an dem ich bastel und durch die ganzen Projekte, in denen ich stecke, natürlich auch in eine Situation rein manövriert, wo ich sage, jetzt das Land hier zu verlassen, Japan zu verlassen, ist völlig sinnlos. Also es hat aus ganz vielen Gründen keinen Sinn. In Deutschland einzureisen ist gerade extrem schwierig. In Deutschland für mich zu überleben, nachdem ich jetzt 2 Jahre nicht da war, in der Situation, die ihr gerade in Deutschland habt oder die viele, die in Deutschland leben, haben, das ist weit weg von dem Universum, in dem ich hier lebe und was ich mir hier aufgebaut habe. Und dadurch, dass ich diese ganz große emotionale Entscheidung getroffen habe, die Schule zu bezahlen, womit ich dachte, dass eine Riesenlast von meinen Schultern fällt, was für mich und die Member auf dem Kanal, die ja extra Content bekommen, wissen das, was für ein emotionaler Struggle das für mich war, mich dafür zu entscheiden, auf diese Schule zu gehen. Denn da ging es um 6.400 Euro. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ihr alle das hört, auch die Leute, die den Kanal verfolgen, nicht nur die Leute, die vielleicht neu sind. Ich habe mich dafür entschieden, vor ein paar Tagen die Schule auszubezahlen, weil ich dachte, das ist die beste Lösung. Und eigentlich wollte ich warten damit und da ein ganz eigenes Video drüber machen, um euch das zu sagen. Aber ich habe es gemacht. Ich habe diese Entscheidung getroffen und gesagt, ja, ich gehe all die Risiken ein mit dem YouTube-Kanal, mit hierbleiben, mit, dass ich irgendwie gleichzeitig Videos machen muss, etc. bla und auch Videos machen möchte und habe die Schule ausbezahlt. Und habe alle Dokumente vorbereitet, im Hintergrund ganz viel daran gearbeitet, dass alles perfekt ist, habe mich ganz viel mit der Schule auseinandergesetzt und ja, heute war der Tag der Tage, nach ganz vielen Terminen dieses Visum zu beantragen. Und ich habe das in Kyoto gemacht. Ich bin hin mit Lidiko. Und ja, es wurde abgelehnt.
Und die Dame, die das abgelehnt hat, war die gleiche Dame, die mich vor einem Jahr fünfmal abgelehnt hat. Und vor einem Jahr erinnere ich mich an die Situation, dass ich schon mal so am Ende war, dass ich gesagt habe, hier ist Game Over. Das ist Game Over. Ich gehe jetzt zurück nach Deutschland und es ist Game Over. Ich kriege kein Visum in Japan und dieser Traum, der so endlos erschien, ist vorbei. Und irgend so ein kleiner Mini-Funke ist dann damals in mir aufgeflammt und ich habe gesagt, nein, das ist nicht vorbei. Ich probiere es nochmal und dann habe ich es in Osaka probiert und ich bin jetzt immer noch hier. Und ja, heute abgelehnt zu werden, erscheint vielleicht für viele, die das jetzt gerade gucken, als kein Grund, so aufgelöst zu sein. Aber ich will euch das erklären und damit ist das Video dann wahrscheinlich auch schon vorbei. Der Rattenschwanz, der da dran hängt, ist so immens, dass mir eigentlich völlig die Worte fehlen und auch gerade die Emotionen, um das zu erklären, was genau das eigentlich alles bedeutet, dass das jetzt vorbei ist. Heute haben wir den 27. Dezember. Wir haben den 28. Ab heute hat alles in Japan zu wegen dem japanischen Neujahr und alles macht im nächsten Jahr auf, am 4. Am 7. endet mein Visum. Das Visum, was ich gerade habe, ist ein Work-and-Holiday-Visum. Das Visum, was ich bekommen möchte, ist ein Studentenvisum. Da ich abgelehnt wurde, kann ich das Visum nicht bekommen, für das ich aber 6.400 € bezahlt habe. Die Schule sagt, du bist eigenverantwortlich. Die Schule, die eigentlich zu mir gesagt hat, alles easy, alles cool. Die gleiche Schule, die ich tausendmal gefragt habe, ob wirklich alles so easy und cool ist und ob die 30 Jahre Erfahrung wirklich gezeigt haben mit Studenten, dass man das Visum bekommt für ein Jahr, 3 Monate, kein Problem. Die gleiche Schule hat mich heute komplett im Stich gelassen. Und ich will euch noch erzählen, was heute passiert ist. Aber vorher will ich euch einfach den Sachverhalt erklären mit dem Visum. Abgelehnt zu werden bedeutet jetzt gerade, ich habe noch 1,5 Wochen auf der Uhr, in denen mein Leben, was ich 2 Jahre aufgebaut habe und in dem, von dem ich dachte, dass ich das jetzt einfach nahtlos fortsetzen kann, das Leben, was ich überhaupt nicht vorbereitet habe, aufzugeben. Ich habe nichts getan, um vorzubereiten, nach Deutschland zurückzukehren, weil ich ja dachte, ich bleibe 100%. Dieses Leben ist jetzt in 1,5 Wochen vermutlich vorbei. Was bedeutet, ich habe gerade einen Online-Shop aufgemacht, bezahlt, mit Produkten, die aus Japan kommen. Ich habe hunderte von Stunden investiert in Bilder und Videos und um den Online-Shop zu programmieren, um euch Produkte aus Japan anzubieten. Ich habe hier Möbel in der Wohnung, die raus müssen. Ich muss hier ausziehen. Ich habe eine Beziehung zu einer Person aufgebaut, die ich nicht einfach mal eben in einer Woche verlassen kann. Ich habe mit euch, bin ich mit YouTube, bin ich eine emotionale Verpflichtung, sage ich mal, eingegangen, die jetzt einfach so unter Druck gerät. Und das Schlimme daran ist, dass ich ja den Service bezahlt habe, den ich jetzt nicht bekomme. Und ich fühle mich sowas von betrogen von der Schule. Weil die Art und Weise, wie man mit mir heute umgegangen ist, war einfach das Allerletzte. Niemand war zu erreichen. Die Leute, die zu erreichen waren, die wussten auch nicht genau. Dann bin ich zur Schule gefahren, wo der leitende Mensch, der diese Schule leitet, mir im Grunde ein Ultimatum gesetzt hat, gesagt hat, ja, wir können jetzt gerne einen Test machen, wie gut du Japanisch kannst, und dann können wir dich vielleicht einfach in die krassere Klasse mit reinnehmen. Was deine ganze Visasituation angeht, dafür bist du leider selbst verantwortlich. Das Ganze geht jetzt seit 1 Uhr. Um 1 Uhr war ich beim Immigration Office. Jetzt haben wir es in Japan kurz vor 8. Ich habe heute ganz wenig gegessen. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Mir ist kalt. Ich bin emotional am Ende. Alles prasselt auf mich ein. Meine Überarbeitung prasselt auf mich ein. Meine Emotionen, meine Wut, meine Trauer. Alle Lösungen, die es gibt, können erfolgreich sein, können unerfolgreich sein. Nichts hat offen bis zum 4. Ich werde bis zum 4. mit all meinen Fragen, all meinem Unwissen hier sitzen und ausharren müssen. Vom 4. bis zum 8. geht mein Visa dann noch. Am 8. ist mein Visa vorbei. Und es gibt mehrere Varianten, wie man das Ganze jetzt angehen kann. Welche davon erfolgreich sein wird, ob eine davon erfolgreich sein wird, weiß ich nicht. Und diese ganze Situation ist einfach so irre.
Und es ist so verknüpft mit den letzten 2 Jahren und allen Emotionen, die auch im letzten Jahr durch die ganze YouTube-Sache passiert sind, dass ich das einfach mit euch teilen wollte. Euch zeigen wollte, wie der Mensch, den ihr schon in so krassen Hochphasen erlebt habt, aussieht, wenn der down ist. Und mir ist komplett egal, was irgendjemand darüber denkt. Mir ist komplett egal, ob irgendjemand irgendeine Meinung über dieses Video hat. Mir ist egal, ob positiv oder negativ. Ich finde, es ist richtig, dass man als Mensch Farbe zeigt, dass man als Mensch Emotionen zeigt, dass man nicht lügt, dass man nicht verheimlicht, wer man ist, nur weil eine Kamera läuft. Dass ich nicht verheimliche, wer ich bin, nur weil ich Angst habe, dass ich damit einen Shitstorm auf mich ziehe, dass ich verheimliche, wer ich wirklich bin und was ich wirklich alles fühle. Und so fühle ich mich. Und nicht anders. Und ich will nicht morgen ein Video machen, wo es mir anders geht. Ich will jetzt ein Video machen, wo es mir so geht. Und das ist die Wahrheit. Ich bin am Arsch. Ich fühle mich leer. Ich fühle mich empty. Ich fühle mich komplett miserabel. Ich fühle mich im Stich gelassen von der Schule. Ich fühle mich vom japanischen Immigrationssystem völlig missverstanden. Völlig unverständliche Züge, die auch die Japaner da gehen. Um euch das mal zu erklären, warum ich abgelehnt wurde. Der Grund ist, man hat mich gefragt, ob ich nicht nach Deutschland zurückfliegen kann. Es gibt doch Flüge nach Deutschland. Woraufhin ich erklärt habe, ihr wollt also, dass ich nach Deutschland fliege und dann zurückkomme. Was ein viel höheres Risiko birgt, auch den Coronavirus mit nach Deutschland einzuschleppen. Darauf kommen wenig Antworten. Wenn ich dann sage, ja, aber wenn ihr mich zurück nach Deutschland schickt, dann kann ich ja gar nicht wieder einreisen, weil wenn ich von Deutschland aus wieder einreisen möchte und zur Schule gehen möchte, dann brauche ich ja das Certificate of Eligibility, das ist so ein Zertifikat, und dafür ist die Deadline aber schon abgelaufen. Das heißt, wenn ihr mich jetzt nach Deutschland schickt, habe ich eine Schule bezahlt, auf die ich nicht gehen kann, weil dann Dokumente fehlen, die ich nicht bekommen kann, weil ich mich darauf nicht mehr bewerben kann, weil die Deadline vorbei ist. Das heißt, die Japaner im Immigrationsoffice haben in dem Fall so einen wirren Knoten an Unlogischkeiten mir entgegengeworfen, den die selber nicht mal verstehen und den ich schon gar nicht verstehen kann. Und da soll ich mich jetzt durchwühlen und den richtigen Weg finden, um mich jetzt auf ein Visum zu bewerben. Das heißt, im Moment sehe ich zwei Möglichkeiten. Ich bewerbe mich auf irgendeine Form von Visa, bekomme es, oder ich muss zurück nach Deutschland und darf genau wie ihr alle nicht mehr einreisen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die gerade im Raum stehen. Und wann das passiert, ist in 1,5 Wochen. Und das habe ich heute erfahren. Und deswegen geht es mir so. Und es geht mir auch so aus vielen anderen Dingen, die im Hintergrund natürlich noch laufen. So wie jeder Mensch habe ich mein Päckchen zu tragen, so wie alle von euch. Und ich hoffe, dass dieses Video euch motiviert, auch wenn ihr so drauf seid, auch wenn ihr so down seid, nicht aufzugeben. Ich habe in dieser Schule heute einen Japanisch-Sprachtest spontan machen müssen. Völlig am Ende meiner Kräfte, völlig hungrig, nichts getrunken seit Stunden. Was heißt seit Stunden? Seit 10 Stunden habe ich nichts getrunken, ich habe nichts gegessen. Ich war völlig am Ende und ich habe diesen Japanisch-Test, obwohl ich fast nichts kann, würde ich sagen, mit 74% abgeschlossen und will euch sagen, gebt nicht auf. Egal, wie down ihr seid. Weitermachen. Morgen ist ein neuer Tag. Weitermachen. Es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine zweite Option, eine dritte, eine vierte. Wenn ihr weinen müsst, egal. Weitermachen.